Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Heute gibt es einen Zusammenschnitt aus drei Morgenspaziergängen mit Herrn Muck. Hat ganz einfach den Hintergrund, den ersten Teil der Spaziergänge kann ich eigentlich nie vernünftig filmen. Wir gehen in der Morgendämmerung los, dann kommt der Sonnenaufgang. Das ist im Original traumhaft schön, aber für die Actioncam fehlt das Licht und das sieht nicht gut aus. Von daher habe ich quasi ein Best-of aus drei Morgenspaziergängen für euch zusammengeschnitten. Also, viel Spaß dabei, los geht's. So, jetzt kommt doch noch ein Binnenschiff. Aber wer das hier kennt, also wir sind schon wieder ziemlich nah Hespe. Also, ja, ich sag jetzt mal, fast zu Hause. Man hört schon wieder die Faunen vom Hiddenseer bohren. Und ich habe ja gedacht, so ein Binnenschiff, ja, kommt direkt durch den Dunst. Es ist noch ein bisschen Dunst hier auf dem Wasser, aber nicht viel. Mal sehen, da ist ein Fischreiher, vielleicht fliegt der, wenn das Boot jetzt kommt. Aber ein bisschen Dunst ist da. Ich denke, das sieht auch ganz gut aus. Bleibt mal hier stehen. Das gefällt Herrn Muck nicht. Ah, da kommen Fußgänger, das mag er überhaupt nicht. Da wollen wir ihn nicht ärgern. Gleich mal auf die linke Bildhälfte achten. Das ist, wie ich so oft sage, die Kleinigkeiten machen so fantastisch. Ihr seht da einen Fisch im Wasser spaddeln. Also linke Bildhälfte im Wasser. Im Original wahnsinnig toll. Zu sehen gibt es Impressionen von der Kanalbrücke in Hespe bis Raiffeisen, die dann Wöhren und zurück. Das ist unsere Sommerstrecke am frühen Morgen. Sommerstrecke, weil ja, das ist für den Lütten schon ein größerer Spaziergang. Und im Sommer, er mag die Hitze überhaupt nicht, gehen wir früh morgens dann ja etwas weiter. Das ist der große Spaziergang, mittags nur kurz raus. Und abends, so um 21 Uhr, machen wir nochmal so ein mittleren Ausgang und damit ist Herr Muck glücklich und zufrieden. Und hier sieht man das, es wird schon zurückgerannt zur Silberschale, zum Napf. Los geht's natürlich an der Kanalbrücke in Hespe. Ich finde das jetzt um diese Jahreszeit wunderschön. Das Vogelgezwitscher, einfach nur toll zum Genießen. Smoke on the Water, wunderschön anzusehen, der Dunst auf dem Canale Grande. Ich zeige es nochmal in aller Ausführlichkeit, weil ich davon ausgehe, das sind jetzt die letzten Tage, wo noch richtig viel schön Dunst auf dem Mittellandkanal ist. Es wird jetzt täglich wärmer, das Wasser erwärmt sich und dann gibt's nichts mehr, nichts Dunstiges. Von daher jetzt nochmal genießen.
Wir beiden sind erst ein paar Schritte gegangen, aber ich wollte unbedingt auch mal den Kuckuck mit aufs Video nehmen, auch wenn man ihn nur so ein bisschen hört. Am Canale Grande hört man frühmorgens immer den Kuckuck und das finde ich wunderschön. Das Schilf am Canale Grande finde ich richtig klasse, speziell wenn der Wind ins Schilf hineingeht. Das hört sich mega klasse an, erinnert mich an meine alte Heimat, ans Elbe-Weser-Dreieck, an die Oste. Ja, am Canale Grande leider sehr viel Schilf weggeschnitten dieses Jahr, aber das wenige ist einfach nur klasse und wunderbar. Am Ziel angekommen, bei Raiffeisen Niedernwöhren. Man kann von hier aus direkt zurückgehen am Canale Grande oder, was ich noch schöner finde, durch den Schaumburger Wald zurückgehen. Aber Herr Muck hat sich für die Strecke direkt am Canale Grande entschieden. Ich weiß nicht, ob man es sieht, macht eine ganz interessante Bugwelle. Die Heidi. Ja, und Herr Muck zieht. Und man muss auch sagen, ja, also wenn wir zu Hause sind, locker. Ein, dreiviertel Stunden waren wir unterwegs. Und zum Abschluss dieses Videos gibt es noch einen kleinen Schussspurt von Herrn Muck und von mir. Ich sage ganz, ganz liebe Grüße. Bleibt gesund, gebt Herrn Muck ein Like. Alles, alles Gute. Genießt die tolle Zeit jetzt. Bis zum nächsten Video. Ciao.